Claudio Schießen, Inside Politics. Ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, Zugriff auf die Kamera. Das heißt, Sie können auch fern auslösen? Nein. Okay. Das ist wirklich nur die Mediathek. Also man muss einmal auf die Galerie. Bei Android kann man auswählen, ob die normale Galerie oder Mediathek, glaube ich, heißt das. Und bei iPhone wirklich nur auf die Bilder, die man aus seinem Handy gespeichert hat, in dieser kurzen Zeit vom Meldevorgang. Aber Sie können auf alle Bilder zugreifen? Ja. Sie können auf alle Bilder zugreifen? In der kurzen Zeit schon. Damit der User natürlich seine Bilder auswählen kann. Okay, trotzdem ein durchaus kritisches Thema. Wieso? Naja, weil da könnten ja auch andere Bilder drauf sein, die nichts damit zu tun haben. Naja, es ist, der Zugriff auf die Kamera ist erforderlich, sonst kann ich keinen Screenshot drucken. Auf Facebook. Das ist auch auf jede einzelne App, die irgendwas mit Fotos. Aber Sie haben vollkommen recht, dass man das auch mitbedenken muss und das auch transparent halten muss, dass das für die Nutzer und Nutzerinnen auch ist. Und wenn Sie ja was finden, also von dem her auch bei der App, wenn Sie das machen, also wir sind da gerne bereit, auch Ihre Anmerkungen und Empfehlungen umzusetzen, weil uns ist es wichtig, dass die Nutzer und Nutzerinnen einfach datenschutzrechtlich wirklich abgesichert sind und keine Sorge haben müssen.